Ja, moin, hallo Leute. Es wird Zeit wieder für eine Reaction. Und zwar habe ich so einen Hals. Ja, jetzt muss ich mal Dampf ablassen. Und zwar, weil ein anderer Dampf ablässt. Und zwar hat unser Herr Laudelei am Sonntag ein Video zum Thema Wärmepumpen im Altbau gemacht und dabei ein paar sehr seltsame Dinge erzählt. Und da möchte ich mal ein bisschen drauf reagieren. Ich meine, ich habe dazu natürlich schon wieder ungefähr gefühlte 100 E-Mails bekommen. Das kann ja alles gar nicht sein. Und was erzählt er da? Und. Gut, also möchte ich heute darauf reagieren. Das ist kein Beef, das ist kein Krieg oder sonst irgendwas. Also wundert euch nicht, weil ich jetzt gerade aktuell letztens auf ein Video von seinem Kumpel aus Berlin reagiert habe, was ja auch ein bisschen merkwürdig war. Und aber wie gesagt, man kann halt diesen ganzen Scheiß auch nicht immer so im Raum stehen lassen, der da erzählt wird, weil letztlich werden Leute verunsichert und das geht so einfach alles nicht. Ja, also was gibt es zu diesem Video zu sagen? Ich will das mal versuchen, ganz ja, ganz nett zu formulieren. Also Herr Laudelei behauptet als erstes, dass 95% aller Häuser in Deutschland nicht für eine Wärmepumpe geeignet sind. Was natürlich ungefähr allem widerspricht, was wir so von Fachleuten und dergleichen wissen. Also man geht eigentlich davon aus, dass so 65% des deutschen Wohnbestandes relativ einfach mit Wärmepumpen zu beheizen sind. Und dann gibt es ja noch unsere Speziallösung wie bei mir mit den Klimaanlagen. Das ist ja auch eine Wärmepumpe, wo man dann im Prinzip auch Häuser mit beheizen kann, die ein bisschen, die eben Heizkörperheizung haben, keine Flächenheizung haben und. Also da geht schon eine ganze Menge. So. Und dann hat der Herr Laudelei ein Beispiel. Und da nimmt er dann seinen Kumpel. Das ist ja auch in Ordnung. Kann er ja machen, wenn er einen Kumpel hat, der irgendwie ihn aktuell um Rat gefragt hat. Der Kumpel hat ein Haus, das quasi, ja, das muss so mehr oder weniger alter deutscher Zeltstandard sein. Das heißt, das hat einen enormen Wärmebedarf. Und der Wärmebedarf liegt wohl bei 300 kWh pro Quadratmeter oder dergleichen. Und nun hat er dann eine Berechnung gemacht, wieso das dann nicht funktionieren kann. So, jedenfalls ausgerechnet hat er da, dass das Haus ja wohl 150 Quadratmeter Grundfläche hat und einen Energiebedarf, einen Wärmebedarf von 45.000 Kilowattstunden. So, dann kommen so ein bisschen die ersten Fehler. Also dann hat er weitergerechnet und hat gesagt, naja, eine Luft-Wasserwärmepumpe, die schafft ja nur eine Arbeitszahl von 3. Das ist in dem Sinne, ja. Es war mal richtig, als wir noch die alten Luftwärmepumpen hatten, vor 10, 15 Jahren, da war die Zahl 3 da wohl noch ganz passend. Inzwischen sind wir auch schon über der 4, sogar schon im Bereich von Sohle. Wie gesagt, wo alte Sohle-Wasserwärmepumpen werden ja schon fast neidisch, wenn man heute die modernen Luftwasserwärmepumpen hat, die 4,5 und 5 schon schaffen können. Aber ich habe mir überlegt, ich gehe auf diese Zahl ein. Und sage, ich brauche im Haus die Wärme 45.000 Kilowattstunden und das mit einer Jahresarbeitszeit von 3. Das heißt, ich brauche 15.000 Kilowattstunden Strom fürs Heizen, was mich ungefähr 4.500 Euro im Jahr kostet. Herr Laudelei hat in diesem Fall einfach mal alles zusammengerechnet, was im Haus verbraucht wird, und hat das dann so dargestellt, als ob die Heizung das alles verbrauchen würde. Das ist natürlich Mumpitz. Die Heizung würde eben 15.000 Kilowattstunden Strom verbrauchen und da würde man ungefähr 4.500 Euro für bezahlen im Jahr. Er hat dann überdies auch noch gesagt, die Heizung, also die Wärmepumpe, würde ja nur bei minus 5 Grad sozusagen draußen funktionieren und dann würde sofort der Heizstab angehen und das klingt dann auch so, als ob der Heizstab dann dauerhaft angeht. Bei alten Wärmepumpen war das mal so, dass man den Heizstab fürs Abtauen genommen hat. Die neueren Wärmepumpen sind da ein bisschen schlauer, die reversieren einfach und nehmen kurz Wärme aus dem Gebäude zurück, tauen ab und drehen dann wieder die Marschrichtung ins Haus rein.
bei Speichern sowieso, aber auch bei Fußbodenheizung wird das schon teilweise so gemacht. Die haben also einen Heizstabeinsatz irgendwo bei minus 15 Grad oder so, da fängt das dann langsam an. Aber gut, wir wollen das mal gar nicht so in der Tiefe bearbeiten, wir wollen mal grundsätzlich die Aussagen dieses Videos ein bisschen in Frage stellen. Also wie gesagt, er hat da den gesamten Strom gerechnet. Ich habe jetzt nur einfach mal den Strom fürs Heizen gerechnet. Denn er sagt, das ist totaler Wahnsinn, so viel Geld können wir nicht bezahlen. Und dann habe ich mir gedacht, wie gesagt, jetzt haben wir 4.500 Euro für den Strom, den die Wärmepumpe brauchen würde. Wir müssen nachher nochmal drüber reden, ob eine Wärmepumpe da überhaupt funktioniert, aber das ist mal eine andere Sache. Dann habe ich mir gedacht, gut, wie wäre das denn? Wir müssen das ja einfach mal, er empfiehlt ja jetzt eine Brennwertheizung zu nehmen. Das wäre ja viel besser und ich persönlich bin ja der Meinung, wir müssen also auf jeden Fall keine Gasheizung mehr einbauen. Also bloß nichts, wo ihr ein Rohr für braucht oder so, wo ihr einen festen Lieferanten habt. Dann lieber Öl, weil bei Öl könnt ihr euch den Lieferanten wenigstens aussuchen. Öl ist im Moment aber relativ sehr teuer, sogar im Verhältnis zu Gas, also muss man natürlich auch sehen. Bei Öl hätten wir jetzt eine Kostendarstellung bei 45.000 Kilowattstunden durch Öl. Dann müssen wir durch 0,8 teilen wegen der Schornsteinverlust. Da sind wir bei 5.625 Liter. Die würden aktuell bei 1,50 den Liter 8.437,50 kosten. Öl ist normalerweise immer etwas billiger als Gas. Zurzeit ist es tatsächlich nicht so. Aber auf Dauer wäre Gas sogar noch teurer. Aber gut, wir haben jetzt 8.437,50 für Öl. Jetzt sehen wir schon, zu den 4.500 Euro für den Strom, da ist ein ganz schöner Unterschied. Das heißt, die Wärmepumpe ist doch hier ganz deutlich im Vorteil. Und sogar die schlechte alte Wärmepumpe mit 1:3. Ich habe da jetzt 1:3 gerechnet. Ich habe nicht eine hochmoderne mit einem Jahresarbeitszahl von 4 und besser genommen. Ich habe die 3 genommen. Ich gehe einfach streng nach dem, was Herr Laudler in seinem Video gemacht hat. Gut, dann habe ich mir überlegt, gut, da müssen wir noch, er will ja nun Gas und ein Gasbrennwertgerät, da habe ich dann auch nochmal gerechnet, wie das aktuell so ist. Gasbrennwertgerät braucht für die 45.000 Kilowattstunden Wärme ungefähr 50.000 Kilowattstunden Gas. Habe ich auch noch gut gerechnet, also ein sehr leistungsfähiges. Das wären bei 12,21 Cent aktuellen Preis 6.060 Euro. Also auch das ist teurer als die Wärmepumpe. Gut. So viel zum Thema, man bezahlt sich dumm und dusselig. Das ist mal der eine Fall. Oder das eine Thema, das Herr Laude leider behandelt hat. Und das wollte ich hier hauptsächlich mal widerlegen. Also die günstigste Möglichkeit zu heizen ist im Moment mit Strom. Und wenn man bei den 15.000 Kilowattstunden Strom dann auch noch eine große PV hat und vielleicht 4.000 bis 5.000 Kilowattstunden Strom irgendwie in der Übergangszeit aus der PV hat, wird es natürlich noch günstiger. Wisst ihr ja alle, mein PV-Strom vergolden Videos habt ihr ja gesehen. So, nun muss man aber grundsätzlich mal was zu diesem ganzen Fall sagen, weil man ja grundsätzlich mal die Einsatzfähigkeit von Wärmepumpen im Altbau betrachten muss. Also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass bei 65% der deutschen Häuser eine Wärmepumpe möglich ist, wenn sie entsprechend ausgelegt wird und schlau installiert wird. Natürlich ist aber auch ein Fall. Dieses Haus hat jetzt einen extremen Wärmebedarf, also über 300 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr. Und sein Kumpel weigert sich offensichtlich komplett zu isolieren. Nun wisst ihr ja, dass ich mal irgendwann gesagt habe, es ist eigentlich egal, wie viel Energie ein Haus verbraucht, solange man die Energie, die da verloren geht, regenerativ herstellen kann. Das heißt, dazu keine fossilen Energieträger benötigt, ist das alles okay. Rein umwelttechnisch. Ist natürlich trotzdem ein bisschen bescheuert, aber das ist auch egal. Also man kann natürlich so ein Haus eigentlich mit gar nichts wirklich reell heizen, also auch nicht mit einer Wärmepumpe. Da müsste man mal überlegen, ob die Überträgerflächen überhaupt groß genug sind, ob die Quadratmeter, die man mit Fußbodenheizung belegt, überhaupt groß genug sind mit einer Niedertemperatur-Wärmepumpe. Also maximal, man kann ja keine 55 Grad in den Fußboden leiten, verbrennt man sich ja die Füße, da ist man irgendwie, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was die haben, maximal 40 Grad oder so. Man kriegt ja dann die Bude gar nicht warm, so viel Übertragungsfläche. Also wenn so viel Wärme rauspufft, ist es ein Riesenproblem überhaupt, diese Wärme zu übertragen aus der Fußbodenheizung. Muss man ja auch mal so sehen. Gut, Heizschlangen schön eng legen und dann dicke Socken anziehen, damit man sich nicht die Füße verbrennt und dann hoch. Nein, weiß ich nicht. Also mit 55 Grad Vorlauf kann man eine Fußbodenheizung einfach nicht fahren. Das macht doch der S-Dreh nicht mit. Und wie gesagt, bei so einem Haus, ganz ehrlich,
da ist natürlich ganz klar, dass man eine Grundsanierung machen muss. Also ich habe auch in diesem Haus, obwohl es ist ja von 1916, natürlich eine Dachisolierung gemacht. Und ich hab da sogar eine Außenwandisolierung, da weiß ich nicht, würde ich heute vielleicht auch etwas anders machen. Aber die ist auch nur relativ dünn, aber egal, hilft natürlich. Und ich habe natürlich versucht, Dichtigkeit herzustellen. Ich bin bei einigen Sachen sogar noch weit, weit weg vom allgemeinen Baustandard. Und trotzdem will ich hier mit einer Wärmepumpe heizen und es wird auch funktionieren, da bin ich mir absolut sicher. Also lasst euch da nicht bange machen von jemandem, der dann meint, das geht alles nicht. Da ist die Technik heute schon viel, viel weiter. Aber in einem Haus, das so extrem käsig ist, also ich meine, was will man da nochmal als Heizung machen? Offenes Lagerfeuer, man kann ja eh nicht ersticken, weil die Luft so durchpfeifen wird oder sowas. Irgend sowas muss das ja sein. Also da muss man natürlich mal gucken, wie man da ein bisschen die Wärme im Haus behält. Und dann funktioniert da auch die Wärmepumpe. Deswegen ist das vielleicht bescheuert, jetzt eben ein Brennwertgerät zu machen, weil dann wird er die ganze Zeit das Gas verballern, weil er ja nicht isolieren will. Wenn er mit einer Wärmepumpe heizen wird und wird dann ein bisschen frieren, dann wird er von alleine auf die Idee kommen, dass das vielleicht damit zu tun hat, dass er sein Dach noch nicht isoliert hat oder so und wird das vielleicht dann irgendwann mal machen. Und so wird dieses Haus einen Standard erreichen, der dann auch irgendwie passend ist. Also Herr Laudelei empfiehlt dann Wärmepumpen nur in relativ modernen, also fast neuen Häusern, so 5 bis 15 Jahre einzubauen. Ganz neue Häuser werden ja sowieso meist schon mit Wärmepumpen beheizt. Und er empfiehlt seinem Kumpel dann eine Brennwerttherme und er empfiehlt seinen Zuschauern im Prinzip eine Kombination maximal, also Hybrid-System, Brennwerttherme und Wärmepumpe. Wie gesagt, für mich völliger Nonsens, weil der Strom im Verhältnis sogar aus dem Netz billiger ist als das Gas oder das Öl. Das wird wohl jetzt auch so bleiben. Also sehr, sehr weite Preissprünge nach unten beim Gas erwarte ich sowieso nicht. Das ist noch relativ günstig im Verhältnis, weil da die Versorger natürlich erst langsam ihre Preise anpassen. Beim Öl sieht man schon deutlich, wo die Reise hingeht. Deswegen ist der Preis mit dem Öl, ich hole es nochmal ganz kurz rein, dass man da so 8.500 Euro Öl verballern würde im Jahr, das ist eigentlich realistisch. Da würde ich, wie gesagt, empfehlen, deutlich erstmal Geld in die Isolierung zu investieren und dann eventuell mit Wärmepumpe zu heizen. Wenn man jetzt aber sagt, man möchte das mit der Wärmepumpe nicht riskieren, weil das ja alles so unmöglich ist und weil Herr Laudelei sagt, das geht nicht und viele glauben dem Herrn Laudelei ja auch immer alles. Wie gesagt, ich gucke mir seine Videos gerne an, aber ich passe schon immer auf, was er sagt. Dann muss man eventuell mal über Pellets oder dergleichen nachdenken oder eine Hackschnitzelheizung. Aber wie gesagt, irgendetwas, das zumindest noch ein bisschen regenerativ ist und nicht Gas. Also Gas auf keinen Fall. Egal was ihr macht, baut euch keine neue Gasheizung mehr ein. Weil das ist klar, ihr hängt an dem Rohr, der Versorger und die anderen, die können euch die Preise diktieren. Bei Öl könnt ihr noch den Lieferanten aussuchen, bei Gas geht gar nichts, ihr seid immer abhängig. Baut so einen Scheiß nicht ein. Wie gesagt, wenn man eine Gasheizung einbaut, ist man genau wie Deutschland im Prinzip, wo man dann eine Pipeline von Russland nach Deutschland gebaut hat, man macht sich abhängig. Deswegen nichts machen mit Gas, wenn überhaupt, dann Hackschnitzel, Pellets, irgend so etwas. Solange es noch erlaubt ist, eine holzgeführte Heizung zu machen, sollte man dann lieber in die Richtung gehen. Ich persönlich bin für die Wärmepumpe, wo immer eine Wärmepumpe möglich ist, machen. Ein Hybridsystem in Anführungsstrichen kann man natürlich auch darstellen, wenn man die Gasheizung schon hat oder die Ölheizung noch hat, die noch halbwegs in Ordnung ist, dann geht doch meinen Weg, baut euch dazu eine Klimaanlage oder zwei ein, heizt mit der Klimaanlage das Haus mit. Das könnt ihr auch super mit PV-Strom machen. Dann spart ihr auch noch ein bisschen Geld. Wie gesagt, ich gehe hier davon aus, dass die Klimaanlagen es ganz alleine schaffen, das Haus zu heizen. Mein Haus ist aber auch sehr klein. Bei einem sehr großen Haus mit sehr vielen Räumen ist das schlechter. Da hat der Andreas Schmitz aber schon mal was zu gemacht. Da hat er ein Video über Klimaanlagenheizung auch gemacht. Könnt ihr euch auch gerne nochmal angucken. Und wie gesagt, also es funktionieren Wärmepumpen auch in Altbauten. Natürlich muss man die Altbauten entsprechend ertüchtigen. Aber das ist ja genau wie, früher haben einmal Leute gesagt, dass man in einem Elektroauto bloß nicht im Winter in den Stau fahren sollte, weil man wird jämmerlich erfrieren. Und das ist auch nicht so. Und genauso kann man das Video von Herrn Energiewende werten. Ich bin schon auch ein bisschen enttäuscht, weil das natürlich völlig
abstrus war und auch abstrus natürlich irgendwie so den Gesamtstromverbrauch dann zu nehmen und zu sagen, das ist ja alles viel zu teuer. Naja, natürlich, wenn der so viel Strom verbraucht, ist das alles viel zu teuer, ganz klar. Da soll er halt weniger Strom verbrauchen. Ist eine einfache Sache, ne? Und ich hoffe, dass ich mit diesem Video meine Reaktionspflichten gegenüber meinen Zuschauern erfüllt habe. Schreibt ihr doch mal unter dieses Video, was ihr davon haltet. Wie seht ihr Wärmepumpen im Altbau? Wie gesagt, ich persönlich bin auch sogar bei Heizkörperlösungen. Da müsst ihr mal so ein bisschen gucken bei den Heizkörpern. Ich habe ja da schon mal ein Video zu gemacht, wie ihr das rausfindet, was passt und was nicht passt. Man sollte immer Vorlauftemperaturen von der Wärmepumpe von 40, 45 Grad anpeilen. Es geht bis maximal 55 Grad, aber das sollten dann die aller kältesten Tage sein, wo das benötigt wird. Die aller kältesten Tage zum Testen, die kriegen wir in den Wintern im Moment gar nicht mehr. Es könnte aber immer mal wieder ein Winter kommen, wo das so ist. Also ist es besser, man kommt mit 45 Grad aus. Das könnt ihr im nächsten Winter alles ausprobieren, wenn ihr noch nicht die Wärmepumpe eingebaut habt. Dann könnt ihr an eurer alten Heizung die Vorlauftemperatur runterregeln und könnt gucken, ob das funktioniert. In diesem Sinne, es kommen demnächst auch wieder mehr Videos zu Wärmepumpen und da werde ich noch mal ein paar mehr Sachen genauer erklären und mal sehen, vielleicht kriegen wir auch mal ein paar Altbauten rein, wo Wärmepumpen schon installiert sind, wo das wunderbar funktioniert. Ich weiß nicht, was der Herr Laudelei für Kunden hat, die ihre Bude nicht isolieren und dann eine Wärmepumpe einbauen, aber die Leute, die ich so habe, die Zuschauer, die haben auch ihre Häuser ein bisschen isoliert und bauen dann die Wärmepumpe ein. Denn so rum ist das richtig. Erst isolieren, dann die PV und dann die Wärmepumpe oder die PV mit der Wärmepumpe und dem Isolieren gleichzeitig. Aber natürlich nicht in einem völlig unisolierten Haus mit Zeltstandard eine Wärmepumpe einbauen. Aber da kann man gar keine Heizung einbauen. Auch Öl, auch Gas ist natürlich einfach eine Umweltfrechheit, in so einem Haus überhaupt eine Heizung zu benutzen. In diesem Sinne, abonnieren, kommentieren, diskutieren, daumieren, meinetwegen auch runter. Ja, und teilieren. Ah ja, wie gesagt, es ist hier kein Video gegen Herrn Laudelei oder so. Das sollt ihr nicht so sehen. Aber ich kann halt solche Sachen auch nicht einfach im Raum stehen lassen, weil das einfach so nicht stimmt, was er da sagt. Und das deswegen musste ich da jetzt eine Reaction drauf machen. In diesem Sinne, ciao, ciao.